Hallo, hier ist die Laura. Welcome to the Nosy Rosie. Heute haben wir das Thema, was ist ein typischer Lesbenhaarschnitt? Ich glaube, ein typischer, wenn mich jetzt jemand fragen würde, was das für mich ist, würde ich mal sagen, das ist diese Frisur, die so... ja, also dass mein Scheitel ziemlich an der Seite hat, die Haare so ein bisschen rüber, ein bisschen kürzer jetzt als ich das habe. Ja, das ist mal ein typischer. Dann ein anderer typischer ist ja der Bürstenschnitt, der, also den habe ich jetzt aber schon länger hier nicht mehr gesehen in Berlin, also bei wenigen Leuten, weil ich glaube, dass ich die dadurch, dass die Community so groß geworden ist, kommen auch ganz verschiedene Styles eben halt zusammen. Also man ist nicht mehr in eine Kategorie reingedrückt. Man kann sich da also wirklich entscheiden. Konnte man auch früher, aber ich glaube früher, wo das vielleicht noch nicht so groß war, da war das irgendwie auch wie ein Erkennungszeichen. Aber heutzutage kann man das ruhig machen, weil es gibt ja ganz viele Locations, wo nur Lesben sind. Und da kann man sich kleiden und die Haare schneiden, wie man möchte. Meine Haare sind ein bisschen platt heute, weil ich habe meine Mütze aufgezogen heute, nachdem ich mir die Haare gewaschen habe. Und bin dann los und bin jetzt wieder zurück. Und ja, jetzt sind sie ziemlich angedatscht. Ja, ich wollte euch mal fragen, habt ihr denn vielleicht mal eine Idee, wie ich mir die Haare schneiden könnte? Was mögt ihr denn? Mögt ihr lieber längere Haare? Mögt ihr lieber kurze Haare? Oder wie wollt ihr euch die Haare schneiden? Oder wie habt ihr die Haare? Oder auf welchen Schnitt steht ihr total? Das würde mich mal wirklich interessieren. Und ja, weil ich glaube, für mich wird es mal wieder Zeit, mal was Neues auszuprobieren. Und... ja, ihr könntet mir dabei behilflich sein. Ich stehe mehr auf kurzhaarige Frauen. Also ja, jetzt nicht ganz kurz, sondern eher so mittellang. Und dass dann irgendwie auch noch was mit dem Pony gemacht wird. Also eben schon so ein bisschen... ich sag's nicht gerne, aber schon so ein bisschen Justin Bieber Frisur-mäßig. Mag ich gerne. Da stehe ich drauf. Hm. Ja, und zum Abschluss habe ich noch ein paar Frisuren zusammengestellt von Lesben auf der ganzen Welt. Und zwar sind das diesmal nicht unbedingt nur Prominente, sondern das sind einfach ganz normale, auf der Straße angetroffene Lesben oder im Club oder so. Ich habe da einfach mal eine Auswahl rausgenommen. Und ich hoffe, da ist was für euch dabei. Und noch was, die Buttons, die werde ich nächste Woche abschicken. Also haltet euch bereit, guckt mal in eure Briefkästen. Da wird demnächst dann euer Button drin sein. Also für alle die, die mir die Adresse geschickt haben natürlich. Ja, okay, dann war es das schon für heute. Ich grüße euch. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Es ist arschkalt, aber es ist auch arschschönes Wetter. Sagt man zwar nicht, aber es ist egal. Sehr schönes Wetter draußen. Und ja, und ich muss arbeiten. Schreiben. Egal. Kann man nichts machen. Okay, ich wünsche euch was. Bis dann. Hat mich gefreut. Bleibt uns treu. Eure Laura. Tschüss.